Hatha Yoga Pradipika, erstes Kapitel, Zusammenfassung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Hatha Yoga Pradipika, Zusammenfassung des ersten Kapitels der Hatha Yoga Pradipika. Ein Vortrag aus der Reihe zum Hatha Yoga Pradipika, einer der Abschlussvorträge. Ich habe ja schon Vorträge gehalten über jeden Vers der Hatha Yoga Pradipika, habe schon die gesamte Hatha Yoga Pradipika zusammengefasst. Jetzt noch einmal einiges über das erste Kapitel der Hatha Yoga Pradipika. Svatmarama fängt an, Shiva zu grüßen, Adinatha, der ursprüngliche Lehrer des Hatha Yoga. Und er sagt, Svatmarama, also Shiva hat Parvati, Hatha Vidya, die Weisheit des Hatha Yoga, gelehrt. Und im Hatha-Yoga geht es darum, zum Raja-Yoga zu kommen, zur höchsten Erfahrung des Selbst. So will er zu Anfang uns eine gewisse Einstellung geben. Wann immer du Hatha-Yoga praktizierst, zunächst grüße Gott, grüße deinen Meister, sei dir bewusst, warum du Yoga übst, um zur Erleuchtung zu erlangen. Im dritten Vers sagt er, Hatha Yoga ist ein Licht für all diejenigen, die etwas verwirrt sind inmitten von verschiedenen Weltanschauungen. Und allen Menschen, die nicht in der Lage sind, ihren Geist zur Ruhe zu bringen, kann Hatha Yoga helfen. Damit will er sagen, Hatha Yoga ist weltanschauungsneutral. Hatha Yoga kannst du üben. Egal, welcher Weltanschauung, welcher religiösen Anschauung du folgst oder auch welcher philosophischen Strömung du angehörst oder auch wenn du einfach nur verwirrt bist. Letztlich geht es darum, zu üben, dann erfährst du und über Erfahrung weißt du, worum es wirklich geht. Svatmarama sagt dann auch noch, dass im 10. Vers Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für alle, die an irgendetwas leiden. Egal, ob du körperliche Leiden hast, energetische, geistige, emotionale, spirituelle Leiden, Hatha-Yoga ist immer hilfreich. Und er sagt, egal welche spirituelle Praxis du machst, Hatha-Yoga ist eine gute Basis. Also auch wenn du buddhistische Meditationen übst, oder auch wenn du eher Bhakti-Yoga der Gottesverehrung hast oder wenn du mehr dem Vedanta-Weg folgst, der höchsten Erkenntnis, Hatha-Yoga ist immer eine gute Basis. Hatha-Yoga kann wie die Schildkröte sein, die die Welt trägt, sagt er dort. Also eine Grundpraxis, die allen anderen Praxis eine feste Basis gibt. Er erwähnt dann, was du machen kannst, wenn du für dich selbst praktizierst. Letztlich kannst du sagen, wann immer du praktizierst, die Zeit der Praxis sei ganz für dich. Wenn du praktizierst, dann sage allen anderen Bescheid, dass du nicht gestört werden willst, sodass du für dich allein bist. Menschen haben viel zu tun, aber du brauchst vielleicht 1 oder 2 Stunden jeden Tag für deine spirituelle Praxis, wo dich niemand stören soll. Dann spricht er über die Yamas und die Niyamas im Hatha-Yoga. Er sagt, er spricht von 10 Yamas und 10 Niyamas, weitet also die Yamas und Niyamas des Yoga-Sutra aus. Du kannst natürlich davon ausgehen, dass Svatmarama das Yoga-Sutra von Patanjali gekannt hat. Er bezieht sich ja an mehreren Stellen darauf. Aber ihm geht es darum, dass keine Zweideutigkeit da ist. So spricht er nicht nur von Ahimsa, kein Schaden zufügen, sondern er spricht eben auch von Mitgefühl, von Mitleid und Gutes tun für andere. Er spricht nicht nur davon, dass man praktizieren soll, sondern dass man auch geradewegs voranschreiten soll. Er spricht nicht nur allgemein über Shaucha, sondern sagt auch, richtige Ernährung ist auch wichtig. Er nimmt die Ernährung in die Yamas und Niyamas auf. Und er spricht auch nicht nur von Hingabe an Gott, wie Patanjali, sondern auch Verehrung der Gottheit
und Wiederholung des Mantras und auch Glaube an Gott. Ja, und da manche Menschen sich vielleicht überfordert fühlen von all dem, was Yoga von einem verlangt, erwähnt er auch ausgesprochenen Frohsinn als ein wichtiger Niyama. Als er sagt, freue dich, schreite mutig voran, lächle, und so wie Swami Shivananda immer sagt, freue dich, tanze vor Freude. Gut, erwähnt Swatma Rama spricht nicht von Tanzen, aber freue dich, du bist auf dem spirituellen Weg. Schreite voran, mach dir nicht zu viel schlechtes Gewissen, wenn du nicht so vollkommen bist, wie du denkst, dass du sein müsstest. Praktiziere, schreite voran, vergiss die Vergangenheit. Und mach dir immer wieder neue Vrata, neue gute Vorsätze. Dann erwähnt er die Asanas, Asanas, die Körperstellungen. Er erwähnt einige Asanas. Die Asanas sind vielleicht der Teil vom Hatha-Yoga, den Svatmarama am wenigsten beschreibt. Er geht letztlich davon aus, Asanas musst du sowieso von deinem Lehrer lernen. Er spricht mehr über die Wirkungen der Asanas. Er sagt, dass Asanas einen stark machen sollen und dass sie einen frei von Beschwerden machen sollen und zu einem Gefühl der Leichtigkeit führen sollen. Frei von Beschwerden heißt auch frei von Spannungen. Über Asanas willst du eine Entspannung erlangen. Damit nachher Prana fließen kann, brauchst du einen entspannten Körper. Asanas wollen auch den Körper stark machen. Wenn die Kundalini erwacht, dann muss der Körper darauf vorbereitet sein. Dafür dienen die Asanas. Und die Asanas wollen dich subtil machen. Es gibt einen Unterschied, ob du ins Fitnessstudio gehst und Krafttraining und Ausdauertraining und Flexibilitätstraining machst und nachher in die Sauna gehst zur Entspannung und hast du auch den ganzen Körper trainiert oder ob du eine Stunde Asanas und Tiefenentspannung geübt hast. Asanas lässt dich leicht fühlen. Es hilft dir, dich zu öffnen, hilft dir, Zugang zu finden zu subtileren Energien. Dann spricht er über die Asanas und welche Wirkungen sie haben, insbesondere auf Vata, Pitta und Kapha, auf Agni und Ama. Und er erwähnt auch, dass du dich konzentrieren kannst bei den Asanas, was energetisch passiert. Er spricht insbesondere etwas ausführlicher über die Vorwärtsbeuge, über den Drehsitz und über den Pfau. Dann erwähnt er auch noch Siddhasana, Padmasana, Simhasana und Bhadrasana als die Sitzhaltungen, denn wenn es nachher zum Pranayama geht, dann ist ja wichtig, dass man gut sitzt. Zum Ende des Kapitels spricht er nochmals über die Ernährung. Er spricht nochmal ausführlich, was heißt gesunde Ernährung. Und er spricht zum einen davon, man soll nicht zu viel essen. Zum zweiten, man sollte bewusst essen und dankbar sein und das Ganze Gott darbringen. Und schließlich geht es darum, gesunde Nahrung zu essen und alles, was nicht gut ist, wegzulassen. Er macht noch ein paar weitere Empfehlungen, was du nicht tun solltest, wenn du intensiv praktizierst. Während der intensiven Praxis gilt es, verschiedene Dinge zu beachten. Und die allerletzten Verse geht es nochmal darauf, übe. Und er sagt, jeder, der aktiv Yoga praktiziert, wird ein Siddha, ein Vollkommener. Nicht jemand, der faul ist, nicht jemand, der einfach nur liest und keiner, der viel redet. Oder keiner, der einfach nur sich kleidet wie ein Yogi. Unermüdliches Praktizieren ist das Geheimnis des Erfolgs. Und dann sagt er im 67. Vers, praktiziere die Asanas, die Atemübungen und die Mudras so lange, bis du Raja-Yoga erreicht hast, die königliche Vereinigung, die vollkommene Einheit. Ja, das waren einige. Oder das war die Essenz des ersten Kapitels der Hatha Yoga Pradipika. Mein Name Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda, Hochladen der Videos Fabian, Nico und Jens. Dir alles Gute und viel
Segen. Und die ganze Hatha-Yoga-Pradipika mit allen Versen, Sanskrit, Devanagari, Umschrift, Rezitation, Wort-für-Wort-Übersetzung, verschiedene Kommentare findest du auf schriften.yoga-vidya.de. Und Seminare zum Thema Yoga findest du natürlich auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.